Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind wieder da. Aus dem Keller. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Portal 2. Der letzte Test war ziemlich enttäuschend. Höflichkeit hilft bei dir offenbar nicht weiter. Versuchen wir es mal auf ihre Weise. Dickerchen, adoptiertes Hausbäckchen. Fetti, Fetti ohne Eltern. Was? Was schlimm daran ist, adoptiert zu sein? Naja, zunächst mal... Damit du es weißt, du bist adoptiert. Echt schlimm. Außerdem... Ich will, dass er die Fassung verliert. Mach mit. Einige meiner besten Freunde sind Vollweisen. Schau sie an, du Schwachkopf. Sie ist nicht fett. Ich bin kein Schwachkopf! Mach schon, mach einfach den Test. Komm da schlecht rüber. Weil ich hier kein Portal setzen kann. Jetzt bin ich überfordert. Und zwar auf jegliche Weise, die ich kenne. Ich kann ja nirgendwo ein Portal setzen. Soll ich denn da rüberkommen? Was ist, wenn ich den... Okay, das macht Sinn. I think. Brauch hier. Nein, nein. Ich hab das Game studiert. Ja, hier werde ich runtergesaugt und jetzt muss ich ihn aber wegpusten. War so. Mann, wieso schaffe ich es eigentlich nie, die richtigen Knöpfe zu drücken? Das zählt. Bäm, und da haben wir es. Direkt die erste Kammer... Ich bin fertig, Wheatley. Nein, bist du nicht. Ich finde das voll gut. Wheatley muss gestoppt werden. Aber gut. Also ich persönlich finde es ja... Okay. Weird. Oh, was kommt jetzt? Kuchen! Wenn er mir Kuchen gibt, ist er besser als klar. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe dich nicht gestört. So klingen Bücher, wenn man die Seiten umblättert. Damit habe ich mich gerade beschäftigt. Bücher lesen. Das ist eine Lüge. Also kein Schwachkopf. Bin gerade mit dem Schwierigsten fertig. Machiavelli. Weiß nicht, wo das Problem sein soll. Ich fand's ziemlich einleuchtend. Hast du es gelesen? Nein. Wohl nicht. Gut, weiter im Test. Wenn doch nur mehr Bücher da wären. Wohin muss ich? Das ist, glaube ich, keine gute Idee gewesen. Und tot. Mein Gott, was soll ich denn noch machen? Aber ich finde schön, dass die Tests jetzt immer Stückchen für Stückchen schwerer werden und nicht mehr so sind wie vorher. Unlösbar. Gleich ist das wichtig. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe dich nicht gestört. So klingen Bücher, wenn man die Seiten umblättert. Wo ist damit eigentlich? Ich bin gerade beschäftigt. Bücher lesen. Ja, ich bin aus. Also kein Schwachkopf. Bin gerade mit dem Schwierigsten fertig. Machiavelli. Weiß nicht, wo das Problem sein soll. Ich fand's ziemlich einleuchtend. Hast du es gelesen? Ja. Wohl nicht. Gut, weiter im Test. Wenn doch nur komm ich. Bücher da wären. Komm da nicht hoch, oder? Egal wie sehr ich es probiere, da komme ich nicht hoch. Nein. B.
Betrug, Ausrufezeichen? Ah. Mann! Ey! Ich krieg's nicht hin! Alter, diese blöde Ladezeit! Hier ist mal ein. Oh, hier spielt er klassische Musik. Entschuldigung, ich hoffe, ich hab dich nicht gestört. So klingen Bücher, wenn man die Seiten umblättert. Damit habe ich mich gerade beschäftigt. Bücher lesen. Ich bin also kein Schwachkopf. Bin gerade mit dem Schwierigsten fertig, Machiavelli. Weiß nicht, wo das Problem sein soll. Ich fand's ziemlich einleuchtend. Hast du's gelesen? Ja. Wohl nicht. Gut, weiter im Test. Wenn doch nur mehr Bücher da wären. Das bringt mir überhaupt nichts, gell? Nö, ja, so ziemlich nicht. Ui. Dann bin ich mal zurück auf die Mitte. Ich weiß es nicht. Wie denn? Also da muss ich hin. Der Knopf spawnt einen Block? Ich muss ja auch erstmal an den Knopf kommen. Komm da aber nicht, nee. Vielleicht doch. Nee. Oder wobei? Das wird safe nicht so gemacht. Aber. Es ist in diesem Bereich, es könnte richtig sein. Nein! Aha! Mann, was soll ich denn? Nein, wenn man das so machen muss, ist das total dumm. Wer hat sich das denn ausgedacht? Ganz ehrlich. Jetzt spielt er klassische Musik. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe dich nicht gestört. So klingen Bücher, wenn man die Seiten umblättert. Damit habe ich mich gerade beschäftigt. Bücher lesen. Ich bin also kein Schwachkopf. Bin gerade mit dem schwierigen Machiavelli. Weiß nicht, wo das Problem ist. Ich habe keine Lust mehr. Ich habe überhaupt keine Lust mehr. Ey, das Spiel ist so unsympathisch geworden mittlerweile. Entschuldigung, ich hoffe, ich... Welches Geräusch, wenn man Seiten umblättert? So klingen Bücher, wenn man die Seiten umblättert. Damit habe ich mich gerade beschäftigt. Wieso wurde ich denn jetzt nach rechts? Du kein Schwachkopf. Ich benutze irgendwann irgendwelche Hacks, die mich fliegen lassen können. Ich weiß, dass es das nämlich für Portal 2... Portal 2 gibt. Gibt Hacks, mit denen man einfach so wie Minecraft mit Doppel-Leertaste anfangen kann zu fliegen. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe dich nicht gestört. So klingen Bücher, wenn man die Seiten umblättert. Damit habe ich mich gerade beschäftigt. Bücher lesen. Ich bin also kein Schwachkopf. Bin gerade mit dem Schwierigsten fertig. Ich habe keine Lust mehr. Meine Güte, ich... Ey, es ist so blöd, dass alles in diesem Zimmer so teuer ist. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe dich nicht gestört. So klingen Bücher, wenn man die Seiten umblättert. Damit habe ich mich gerade beschäftigt. Bücher lesen. Wir machen die Aufnahme so lang, bis wir das geschafft haben.
wenn ich hier in einer Stunde noch sitze? Es ist mir egal, es ist eine... Entschuldigung, ich hoffe, ich habe dich nicht gestört. So klingen Bücher, wenn man die... Mausempfindlichkeit ist ganz unten. Seiten umblättert. Damit habe ich mich gerade beschäftigt. Bücher lesen. Ich bin also kein Schwachkopf. Doch, bist du jetzt halt... Ich bin mit dem Schwierigsten fertig, Machiavelli. Weiß nicht, wo das Problem sein soll. Ich fand's ziemlich einleuchtend. Hast du es gelesen? Ja. Wohl nicht. Gut, weiter im Test. Wenn doch nur mehr Bücher da wären. Das ist unfair, das ist einfach mitten im Weg. Ich hab... Entschuldigung, ich hoffe, ich habe dich nicht gestört. So klingen Bücher. Ich töte dich gleich. Damit habe ich mich gerade beschäftigt. Bücher lesen. Ich bin also kein Schwachkopf. Bin gerade mit dem Schwierigsten fertig. Machiavelli. Weiß nicht, wo das Problem sein soll. Ich fand's ziemlich einleuchtend. Ey! Hast du es gelesen? Ja. Wohl nicht. Gut, weiter im Test. Ich mach gleich den Ingame-Sound aus für euch und mach mir schöne Musik hin. Ich hoffe, ich hab dich nicht gestört. Jetzt haben wir den Ingame-Sound allgemein aus, damit er nicht mehr redet. Wenn ich dran denke, unterlege ich das mit schöner Musik. Dieses Ding schmeißt alles aus dem Fenster, ich hab keinen Bock mehr. Ich sag, ey, das ist einfach nicht und ich sag euch, das ist wahrscheinlich noch nicht mal die Lösung. Meine Hand weh, weil ich in dieses Ding draufgehauen hab, was ich in der letzten Folge... Ich hab nicht weh gedrückt. Ich habe meine Hand nicht an der Tastatur aufzulaufen, wenn... Ich hab keinen Bock mehr. Wirklich, ich sag's euch, ich hab keine Lust mehr. Wartet mal. Leise, glaub. Keine Ahnung, welche Lautstärke ich hatte, ist mir auch egal. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe dich nicht gestört. Ja, das ist zu laut. Machen wir einfach bis zu dem... Wird schon passen, wenn nicht, Pech. So klingen Bücher, wenn man die Seiten umblättert. Damit habe ich mich gerade beschäftigt. Ich muss ihn nicht mehr hören. Ich muss ihn einfach nicht mehr hören. Und es ist immer noch zu laut. Ich sag's euch. So. Ich muss ihn nicht mehr hören. Ich höre ihn einfach nicht mehr. Ich fand's ziemlich einleuchtend. Hast du's gelesen? Ja. Wohl nicht. Gut, weiter im Test. Was ist eigentlich? Stirb nochmal, komm. Weiß, ich könnte euch das schön zusammenschneiden zu dem Versuch, wo ich es schaffe, aber ich habe dazu keine Lust. Ihr müsst schon sehen, wie unfair dieses Game ist. Ich habe keine Ahnung, in welcher Höhe ich fliege, aber das wäre jetzt meine einzige Möglichkeit. Sehe. So klingen Bücher, wenn man die Seiten umblättert. Damit habe ich mich gerade beschäftigt. Wir sind schon wieder hier drin. Bücher lesen. Ich möchte jetzt mit Orange ein Stück nach rechts. Bin gerade mit dem Schwierigsten fertig, Machiavelli. Weiß nicht, wo das Problem sein soll. Ich fand es ziemlich einleuchtend. Hast du es gelesen? Ja. Wohl nicht. Gut, weiter im Test. Wenn doch nur mehr Bücher da wären. Nach rechts, hallo. Hoch. Ich mach gleich einen Walkthrough wieder an und guck mir einen Walkthrough einfach an. Wenn das Game einem überhaupt keine Hilfestellung gibt, irgendwas zu machen, dann... Keine Lust, wieder einen 2-Stunden-Walkthrough anzuschauen. Ich könnte vorspulen, aber ich spule dann zu weit und dann spoilere ich mich. Ich hoffe, ich habe dich nicht gestört. So klingen Bücher, wenn man die Seiten umblättert.
Damit habe ich mich gerade beschäftigt. Ach ja. Ach komm. Zack. Packe ich das in den Hintergrund. Und mache mir jetzt hier ein Walkthrough auf. Ort. Der Portal. Walkthrough. Da 8. Geht 50 Minuten. Ist da überhaupt Ton? Ja, ist Ton, aber ich habe den Ton halt aus. Weißt du, das Full-HD-Video und das sieht schlechter aus als, keine Ahnung. Und die haben alle so schöne Linien auf dem Bildschirm, nur ich nicht. Das ist der Test, den hatten wir vorher oder in der letzten Folge. Keine Ahnung, ist mir auch relativ egal. Hatten wir vorher, das weiß ich. Oh, der ist auch mehrmals gestorben. Das finde ich toll. Wenn du bei einem Walkthrough siehst, dass jemand stirbt, weißt du, dass das Game unfair ist. Hatten wir schon. Das? Nein. Der macht das ganz anders als wir. Oh, er ist gestorben. Ich glaube, das hatten wir schon. Mann! Ich sag's euch, und wenn es eine Folge ist, die eine Stunde geht, ich zieh das durch. Sollte eigentlich da sein. Ja! Er feuert sich erstmal rüber. Er muss einfach selber überlegen, was er tut. Er feuert sich zurück. Fang gleich an zu heulen. Okay, stopp, stopp, stopp. Wir spielen das jetzt mal bis dahin. Atma. Nein, ich lasse mein Game-Tun jetzt komplett aus. Ihr könnt euch das gerne anhören. Ich weiß nicht, ob es von der Lautstärke her stimmt. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe dich nicht gestört. So klingen Bücher. Ich hab's komplett falsch gemacht, aber immerhin hab ich's gemacht. Bücher lesen. Ich bin also kein Branche ist recht. Bin gerade mit dem Schwierigsten fertig, Machiavelli. Weiß nicht, wo das Problem sein soll. Ich fand's ziemlich einleuchtend. Hast du's gelesen? Ja. Wohl nicht. Gut, weiter im Test. Wenn doch nur mehr Bücher da wären. Jetzt habe ich keine Ahnung, wie es weitergeht an der Stelle. Dann switchen wir wieder rüber und schauen uns das an. Was macht er denn jetzt? Ach, das gleiche einfach mit dem Würfel. Okay, das kriege ich hin. Game. Das heißt für uns. Der Cube kommt hier hoch. Der Cube kommt hier rüber. Okay, ich mach meinen Ton doch wieder an. Sehr spannend, wie wir jetzt, glaube ich, 5 oder 8 Minuten oder wie auch immer im Raum saßen und nichts machen konnten. Finde ich spaßig. Stellt euch vor, ihr sitzt 70 Minuten an derselben Stelle, wie langweilig und nervig das sein muss. Press any key to continue. Okay, habe ich. Kümmer dich nicht um mich. Ich will nur etwas näher am Geschehen sein. Je geringer die Entfernung, desto besser sind vielleicht die Ergebnisse. Nein. Wie bitte? Nichts.
Oh, ich dachte, du hättest was gesagt. Dieses Geräusch ist nervig. Vor allen Dingen, weil es so, Dings Stereo Surround ist und du das die ganze Zeit links, rechts abwechselnd hörst. Ey! Oh, gut gemacht, Primatenhirn. Ich bin gar nicht hier bei dir im Zimmer. Technik macht's möglich. Du kannst dem großen göttlichen Gesicht gar nichts anhaben. Oh Mann, ich dachte, ich kann den Fernseher ganz kaputt machen. So, und da kommt die Mauer dazwischen. We build a wall and Wheatley gonna pay for it. Der Ausgang. Ah, ganz easy. Oh, wir sind dahinter. Können uns eigentlich nichts, oder? Okay. Ah, nee, die könnten nur. Da ist eine riesengroße Wand dazwischen. Was ist das denn? Nein, heute kommt eine ungeschnittene Folge. Kümmere dich nicht um mich. Ich will nur etwas näher am Geschehen sein. Je geringer die Entfernung, desto besser sind vielleicht die Ergebnisse. Nein. Wie bitte? Nichts. Oh, ich dachte, du hättest was gesagt. Er bringt uns direkt zu ihm. Perfekt. Pff, bin weg. Roboter. Wieso ist die Kammer jetzt so einfach? Das ist so fies. Na, fall halt runter. Kann ich auch in die Hand nehmen. Wenn ich hier runterspringe. Ich komme hier nicht mehr lebend raus. Doch, komm ich. Ja. Aber egal. Weiß die Lösung. Ja, such du. Das ist die Lösung. Ja? Das heißt, wir schießen uns hier hoch. Dann schießen wir denen eine Blockanlage direkt vors Gesicht. Ihr könnt mich nicht treffen. Zielverlust. Bist du wirklich absolut sicher, dass du das richtig machst? Ja, ich bin mir. Du hast die Lösung zwar gefunden, aber es gibt mehrere Möglichkeiten. Das ist mir egal. Du suchst dir immer die ungünstigsten aus. Nein, nein, das war die Lösung. Ah, ich verpasse alles. Tja, nicht mein Problem. Ich mach das richtig. So, jetzt müssten wir eigentlich noch eine Testkammer machen, ehe die Folge endet, weil ich immer so 3-4 mach. Aber ich will euch eigentlich nicht länger aufhalten. Mal gucken, wie die ist. Ich hab da eine Idee. Ich zeichne dich bei der Lösung dieses Tests auf. Dann sehe ich es mir 10-mal gleichzeitig an und erhöhe so den wissenschaftlichen Effekt. Natürlich musst du ihn dafür auch 10-mal so schnell lösen. Sag mir einfach, wenn du soweit bist. Ich will für die Aufzeichnung nichts verpassen. Nee, irgendwie nicht. Ich feuer mich da rein und wie soll ich denn darüber dann kommen? Hä? Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber ist okay. Da muss so ein. Das geht dann da, ey. Da hinten ist auch noch so ein Müll. Late. Ach ja, Laser gibt's auch in dem Game.
Da war was. Das ist schon wieder. Ah. Bin ich in einem Loop gefangen? Ja, bin ich. Mann, lass mich hier raus. Das könnte ich mir vorstellen, dass das worken könnte. Ich weiß es nicht. Die Hoffnung ist soeben verloren. Muss hier rausgeschossen werden mit genügend Geschwindigkeit. Also rein theoretisch müsste es ja 1 zu 1 so funktionieren, dass ich, nee, eigentlich müsste. Ich habe auch noch keine Ahnung, wie ich darüber kommen soll. Hey, das macht gar keinen Sinn, wie man darüber. Man kommt da gar nicht hin. Ach doch, wenn ich hier rausspringen würde, aber dann müsste ich. Ich komme hier nicht durch, weil das aktiviert ist. Das ist aktiviert, weil dieser Dreckslaser aktiv ist. Und den Dreckslaser kann ich nur aktivieren, wenn ich hier diesen Block bekomme. Diesen Block bekomme ich aber nur, wenn ich diesen Dreckslaser deaktiviere. Das geht in sich nicht auf. Den Laser muss ich überlenken. Dazu muss ich aber dieses blöde Dings da bekommen. Ach komm. Wir machen die Testkammer noch fertig, weil ich habe damit jetzt angefangen. Die machen wir fertig, noch in der Folge. Was bringt mir das, mich hier hochfeuern zu lassen? Nichts! Oh. Ich hab's. Okay. Jetzt geht's. Aber das macht überhaupt keinen Sinn manchmal. Das sind so weirde Rätsel. Jetzt können wir uns. Hier durchfeuern lassen. Zu dem Glasding. Okay, doch, ich hab's. Ich hab's. Ich hoffe, ich komme da noch durch. Ja. Nicht mit dem falschen Schieß. Oh, ich muss den Block hier noch. Den Block muss ich auch noch mitnehmen. Ich kann nicht beides gleichzeitig aktivieren, das geht nicht. Nee, vielleicht muss ich auch nur das runtergefahren bekommen. Dann müsste ich eigentlich so machen. Ja, lass mich aber bitte noch mal vorher erst hier raus. Hallo,
Mein Gott. Ja, Laser verbrennen mich, bitte. Ist das Beste. Ich sag euch, wir müssen beide runterfahren gleichzeitig und das geht nicht. Also zumindest... Ich sehe keine Möglichkeit dazu. Genau das habe ich erwartet. Aber... Aber... Es ist im Bereich des Möglichen, wenn... Ich mich hier hinstelle. Das hier. Jetzt. Meine Güte, wie kann man etwas nur so kompliziert machen? Aber es macht irgendwie Spaß. Du hast es gerade gelöst, nicht wahr? Du solltest doch Bescheid sagen, bevor du... Warum machst du mir das Leben so schwer? Einfach so. Tja. So, Leute. Nach dieser etwas anstrengenden und ziemlich langen Folge von Portal 2 sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute, und ciao.